Fünftes Buch Moses, Kapitel 21, Vers 10 bis 13. Wenn du in einen Streit ziehst, wider deine Feinde, und der Herr, dein Gott, gibt sie dir in deine Hände, dass du ihre Gefangenen wegführst, und siehst unter den Gefangenen ein schönes Weib und hast Lust zu ihr, dass du sie zum Weibe nehmest, so führe sie in dein Haus und lass sie ihr Haar abscheren und ihre Nägel beschneiden und die Kleider ablegen, darin sie gefangen ist. Und lass sie sitzen in deinem Hause und beweinen einen Monat lang ihren Vater und ihre Mutter. Danach gehe zu ihr und nimm sie zur Ehe und lass sie dein Weib sein.